Hey und wie jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics, Alex hier. Heute mit einem unglaublich spannenden Thema, aber vorab, wenn wir eins aus unglaublich vielen Slapstick- und Comedy-Serien sowie Comics gelernt haben, dann ist es folgender Ratschlag. Achte immer gut, wo du deinen Fuß hinsetzt, denn falls da deine Bananenschale liegt, dann wirst du wohl darüber ausrutschen. Nun, warum ist das denn überhaupt so? Warum sind denn Bananenschalen rutschig, beziehungsweise wie rutschig sind überhaupt Bananenschalen und sind Bananenschalen vielleicht rutschiger als anderes Obst oder doch nicht? Alle diese Fragen werden wir nach dem Intro nachgehen und klären. Also unbedingt dranbleiben, gleich geht's los. In dem Paper, was ihr jetzt eingeblendet seht, sind 4 japanische Gesundheitswissenschaftler tatsächlich der Frage nachgegangen, wie rutschig sind denn eigentlich Bananenschalen genau? Und da haben sie im Wesentlichen Folgendes gemacht. Sie haben in die Trickkiste der Tribologie gegriffen und haben diesen Versuchsaufbau realisiert. Wir benötigen einen Schuh, eine Bananenschale und einen Linoleumboden sowie ein Messgerät. Das erste wird auf das letztere Kraft ausüben und presst somit die Bananenschale zwischen Schuh und Messgerät fest. Und wir messen jetzt Kräfte in X, Y und Z Richtung. Danach kann man den Reibungskoeffizienten mit der Formel, die wir jetzt sehen, berechnen. Und hier sehen wir jetzt das Ergebnis der Messung. In diesem Plot ist die vertikale Kraft, also die gestrichelte Linie, die wir hier sehen, aufgetragen, sowie der gemessene Reibungskoeffizient, die durchgehend dicke Linie. Wir sehen, der Reibungskoeffizient liegt immer um 0,06 verteilt. Und schon jetzt können wir zum ersten Mal wissenschaftlich fundiert behaupten, dass Bananenschalen tatsächlich rutschig sind. Vergleichen wir nämlich den Reibungskoeffizienten der Bananenschale mit dem Reibungskoeffizienten eines Ski auf Schnee, stehen wir nicht weit weg davon. Hier sehen wir den direkten Vergleich zwischen Reibung mit und ohne Bananenschale zwischen Schuh und Boden. Und das ist circa 6-mal größer. Erstaunlich, oder? Trotzdem ist es doch nicht immer so, dass wir ausrutschen. Warum rutschen wir dann eigentlich nicht immer aus, wenn sie doch so rutschig sind? Hier ist sehr wichtig, wie die Bananenschale liegt. Falls sie mit der Außenseite nach oben liegt, dann haben wir einen Reibungskoeffizienten von 0,066. Liegt sie mit der Außenseite nach unten, verdoppelt sich der Reibungskoeffizient nahezu. Und falls die Schale sogar lang liegt und schon ausgetrocknet ist, haben wir nahezu eine fünffache Reibungskoeffizienten. Aber nicht nur davon hängt es ab. Auch vom Auftretewinkel auf die Bananenschale selbst. Dass man unter einem Winkel von 3,8 Grad oder weniger auf die Bananenschale auftreten muss, um nicht auszurutschen. Das Problem ist, im Alltag beim klassischen Gehen sind Auftretewinkel von 15 Grad oder sogar mehr ziemlich standard realisierbar. Das ist das Problem. Nun, die letzte Frage, die uns noch interessiert, ist folgende. Warum genau Bananenschalen? Nehmen wir doch Schalen von anderen Obst. Warum genau Bananenschalen? Im Plot sehen wir, dass Bananen den geringsten Reibungskoeffizient haben. Danach kommen Äpfeln, Zitrone und Mandarinen. Und das Geheimnis liegt in der Bananenschale selbst. Was wir nämlich fanden, ist ein Gel, das aus Polysacchariden und Proteinen besteht. Das sogenannte Follicular Gel, das normalerweise in der Schale die Form hält. Das aber nicht mehr tun kann, wenn man auf sie drauf tritt. Dann wird es sozusagen herausgequetscht, wird zu einem gelartigen Matsch und dieser Matsch hat eben diese Eigenschaften, dass die Banane dann einen sehr geringen Reibungskoeffizienten aufweist. So, und das war's auch schon wieder. Ein ziemlich fundierter Rundblick um das Thema, warum sind Bananenschalen rutschig, beziehungsweise wie rutschig sind Bananenschalen überhaupt. Ich hoffe, euch hat das Video genauso gut gefallen wie mir bei der Ausarbeitung. Ein weiteres Thema in der Playlist Fragen, die die Welt bewegen. Ich werde jetzt andere Playlists und Videos hier verlinken. Falls bei Interesse einfach mal draufklicken, abonnieren nicht vergessen und falls es euch gefallen hat, einfach unten in die Kommentare schreiben, Freunden zeigen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin, stay compact.